Herzlich willkommen. Heute hören wir den zweiten Teil des Berichts von René Passarow. In der Videobeschreibung gibt es einen Link zum ersten Teil. Doch jetzt lasst uns beginnen mit den letzten Worten aus dem ersten Teil. Was dann geschah, war, dass der erste Arzt mich für tot erklärte und meinen Körper in die Leichenhalle schickte. Mein Hausarzt, der ein Landarzt war und ein sehr üppiger Mann, stürmte im Smoking und mit seiner schwarzen Tasche in die Notaufnahme. Er schaute auf die Krankenschwester am Telefon. Sie rief das Leichenschauhaus an und dann schaute er auf den Arzt, der sich die Hände wusch, und er schaute auf meinen bedeckten Körper und sagte: »Was zum Teufel ist hier passiert? Wo ist die Patientin?« Er sagte ihr, sie war bei der Ankunft tot. Er sagte: »Von wegen.« Dann schrie er die andere Krankenschwester an, die in der Ecke stand: »Ich will Adrenalin spritzen. Bringen Sie sie mir sofort und kommen Sie her und helfen Sie mir.« Er fing an, sich an meinem Körper zu schaffen zu machen. Er schlug mir auf die Brust und begann mich zu schocken. Ich war einfach nur entsetzt über diese Entwicklung und angewidert, dass sie einen Körper so brutal behandeln würden. Plötzlich fing ich an, meinen Körper zu beschützen, obwohl ich nichts mit ihm zu tun haben wollte. Ich fing an, mich zu schützen. Sie konnten wenigstens nett zu mir sein, aber sie schlugen auf meine Brust und schockierten meinen Körper. Aber ich war oben in der Ecke der Notaufnahme, begleitet von anderen Essenzen, die mich in der Notaufnahme festhielten. René beschreibt weiter, wie sie durch den letzten Versuch ihres Arztes, sie wiederzubeleben, schließlich in ihren Körper zurückkehrte. Als sie wiederbelebt wurde, konnte sie nicht verstehen oder akzeptieren, dass sie in die physische Welt zurückgekehrt war. In die Welt, die so schrecklich war im Vergleich zu dem Licht und der Liebe, die sie im Himmel erlebt hatte. Sie weinte darüber und dachte sofort über Selbstmord nach. Am nächsten Tag stürmte ihr Arzt fluchend in Renés Krankenhauszimmer und fragte sie: »Was zum Teufel haben Sie sich angetan?« Unter Tränen sagte René ihrem Arzt und wütend, dass sie tot sei und dass er kein Recht habe, sie zurückzubringen. Der Arzt war schockiert und warf ihr einen langen, kritischen Blick zu. Er sagte ihr: »Du warst nicht tot, weil du jetzt nicht tot bist.« René weinte weiter und erzählte ihm, was sie im Himmel erlebt hatte. Aber das führte nur dazu, dass ihr Arzt sich Sorgen um ihren geistigen Zustand machte und einen Psychiater kommen ließ, um mit ihr zu sprechen. Als die Psychiaterin kam, um René zu besuchen, setzte sich die Psychiaterin zu René und sagte ihr, dass sie nicht eher gehen würde, bis René sie davon überzeugt hatte, dass sie nicht verrückt sei, weil sie nicht leben wolle. René erklärte ihr, dass es keine Worte gibt, um zu beschreiben, was sie erlebt hat. Doch dann fiel René ein, dass ihr Arzt sie wahrscheinlich in eine Psychiatrie einweisen würde, wenn sie die Psychiaterin nicht davon überzeugen könne, dass sie nicht verrückt sei. Also erzählte sie dem Psychiater von ihrer Nahtoderfahrung und von dem Himmel und der Liebe, die sie erlebt hatte. Die Psychiaterin sagte daraufhin zu René, dass sie nachforschen würde, um zu sehen, ob das, was René ihr erzählt hatte, wahr sei. Etwa 2 oder 3 Stunden später kam die Psychiaterin zurück. René bemerkte, dass die Psychiaterin weiß wie ein Laken war. Die Psychiaterin sah sie an und sagte ihr, dass sie recht hatte. Sie war tot. Alles, was René ihr über die Geschehnisse in der Notaufnahme erklärt hatte, war tatsächlich passiert. Da war eine blonde Krankenschwester. Es gab eine dunkelhaarige Krankenschwester, die ungefähr 40 Jahre alt war. Es gab einen jungen Arzt, der erschöpft war von der Behandlung von Menschen, die in einen Motorradunfall verwickelt waren. Es war auch kein Kardiologe im Dienst und der Arzt wollte ihr zwar Adrenalin direkt ins Herz spritzen, entschied sich aber dagegen. Der Psychiater sagte zu René: »Du hast recht, du bist nicht verrückt.« Und die Ärztin sagte ihr weiterhin, dass die Psychiatrie ihr nicht helfen könne und empfahl René, sich an ihren Geistlichen zu wenden. René erwiderte, dass sie das nicht tun könne. Die Psychiaterin riet René daraufhin, nie wieder mit jemandem über ihre Erfahrungen zu sprechen, auch nicht mit Menschen, die sie kennt. Noch im Jenseits, nach ihrem Lebensrückblick, fragte sich René nach dem Schicksal der menschlichen Rasse. Und mit diesem Gedanken wurde ihr die Entwicklung und Geschichte der Menschheit sowie ihre wahrscheinliche Zukunft gezeigt.
Sie spürte die brutale und egozentrische Existenz der Neandertaler, die hinterhältige Politik der Römer, die sich für allmächtig hielten, und die große Welle der Hoffnung, die mit der wissenschaftlichen Revolution der Renaissance einherging. Sie erkannte, dass die Menschheit jetzt am Abgrund der größten Entscheidung und des größten Schritts unserer Entwicklung und Evolution steht, des größten Schritts, den es je in der Menschheitsgeschichte gegeben hat. Jeder Einzelne muss die Entscheidung treffen, Einheit, Frieden und Harmonie herzustellen. René wurden auch katastrophale Erdveränderungen gezeigt, die das Ergebnis des menschlichen Konflikts auf diesem Planeten sind und die darauf hindeuten, dass die Erde und alles auf ihr ein einziger, riesiger Organismus ist. Sie beschrieb diese Erdveränderungen wie folgt: Gleichzeitig mit diesem wunderbaren Prozess herrschte großes Chaos und Zerstörung auf der Welt. All unsere Institutionen und Systeme sind zusammengebrochen. Die staatlichen, erzieherischen, religiösen, intellektuellen und wissenschaftlichen. Der Zusammenbruch war so groß, dass die Gesellschaft auf Banden von Menschen reduziert wurden, die sich wie Wölfe verhielten und von Hass, Egoismus und Dunkelheit erfüllt waren. René sah auch, dass es eine kleine Gruppe von Menschen gab, die als die Gerechten bezeichnet wurden und die danach strebten, eine neue Zivilisation und eine neue Schöpfung des Friedens zu schaffen und die große spirituelle Entwicklung herbeizuführen, die die Menschheit in dieser Zeit braucht. Diese Menschen waren nicht mächtig und wohlhabend und waren nicht in großen Institutionen eingebunden. Sie waren jung und kämpften. Und während sie kämpften, versuchten sie, diese spirituelle Entwicklung und eine neue Zivilisation in der Zeit der Erdveränderungen herbeizuführen. Zitat: Es gab eine starke Polarisierung der Menschen entlang rassischer und religiöser Linien. Es ging so weit, dass jede Religion jede andere Religion bekämpfte, außer der Religion der Gerechten. Zitat Ende. René wurde auch der Sitz des universellen Hauses der Gerechtigkeit gezeigt, das noch nicht gebaut worden war. Sie sah dieses Gebäude genau so, wie es später gebaut wurde, und ihr wurde auch sein Standort gezeigt. Sie sah dieses prächtige Gebäude in einem Land, das sie als alt und doch neu erkannte und das an der Küste des Mittelmeeres war. René entdeckte später einen bedeutenden jüdischen Autor namens Theodor Herzl, der 1902 einen Roman über Israel mit dem Titel »Das alte neue Land« schrieb. In den 80er Jahren reiste René dorthin und sah das Gebäude an der Mittelmeerküste, das auf dem Berg Karmel in Israel gebaut wurde, genauso, wie sie es in ihrer Vision gesehen hatte. Laut René erhalten die Gerechten dort Lehren und Führung, die die Hoffnung für die Menschheit sind. René erklärt uns, warum diese Erdveränderungen stattfinden werden. Zitat: Die Vision der Zukunft, die ich während meiner Nahtoderfahrung erhielt, sah eine gewaltige Umwälzung in der Welt als Folge unserer allgemeinen Unkenntnis der wahren Realität. Ich wurde darüber informiert, dass die Menschheit die Gesetze des Universums bricht und infolgedessen leiden wird. Dieses Leiden war nicht auf die Rache eines zornigen Gottes zurückzuführen, sondern eher wie der Schmerz, den man erleidet, wenn man sich arrogant über das Gesetz der Schwerkraft hinwegsetzt. Es sollte eine unvermeidliche erzieherische Säuberung der Erde sein, die in ihren Bewohnerinnen und Bewohnern, die sich blindlings in den Institutionen des Rechts, der Wissenschaft und der Religion zu verstecken versuchten. Die Menschheit, so sagte man mir, würde von den Krebsgeschwüren der Arroganz, des Materialismus, des Rassismus, des Chauvinismus und des separatistischen Denkens verzehrt. Ich sah, wie der Sinn sich in Unsinn verwandelte und das Unheil sich schließlich der Vorsehung zuwandte. René sah, dass diese irdischen Veränderungen letztendlich zur Errichtung von Gottes Himmelreich auf Erden führen würden. Sie erklärt, Zitat: Am Ende dieser allgemeinen Übergangszeit sollte die Menschheit neu geboren werden, mit einem neuen Bewusstsein für ihren Platz im Universum. Der Geburtsprozess war jedoch, wie in allen Königreichen, äußerst schmerzhaft. Die Menschheit würde gedemütigt, aber gebildet, friedlich und schließlich geeint hervorgehen. Seit ihrer Nahtoderfahrung ist René nie wieder dieselbe gewesen.
Die Ereignisse, an denen sie teilgenommen hat, und die Dinge, die sie gesehen und gespürt hat, wurden alle ähnlich von anderen Nahtoderfahrenen berichtet. Etwas, das sie damals nicht wusste und erst als Erwachsene erfahren sollte. Zitat: Jeder Teil meines Wesens war erschüttert worden. Jeder Glaube, jeder Wert und jedes Ziel musste nach meiner lichtvollen Reise neu bewertet werden. Die Nahtoderfahrung war für mich eine große Befreiung, eine Wiedergeburt, und ihre Auswirkungen sind immer noch in meinem täglichen Leben zu spüren. Vor allem aber konnte ich aufgrund dieser Erfahrung den Tod nie wieder fürchten. Nie wieder konnte ich das Leben als etwas anderes betrachten, als ein göttliches Geschenk. Ein Geschenk, das die Grenzen dieser physischen Welt überschreitet. Nach ihrer Nahtoderfahrung bestand René darauf, dass ihre Mutter ihr erlaubte, Baha'i zu werden. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ihre Mutter, eine Christin, ihr verboten, Baha'i zu werden. Renés Bitte, Baha'i zu werden, fand die Zustimmung ihrer Mutter. Später wurde auch Renés Mutter eine Baha'i. Laut René war die Identität von »die Gerechten« die des Baha'i-Glaubens. Baha'i bedeutet Anhänger von Baha, Anhänger des Licht, Anhänger der Herrlichkeit der Gerechtigkeit. René sagt, dass der Zweck der Baha'i-Offenbarung darin besteht, die Einheit herzustellen. Jede Offenbarung von Gott kommt zu einem bestimmten Zweck, um die Menschheit zu erfüllen und sie für ihre spirituelle Entwicklung zu lehren. Die Essenz aller Offenbarungen Gottes an die Menschheit ist die Liebe. Das Thema der Baha'i-Offenbarung ist die Gerechtigkeit. Die Gerechten arbeiten auf die Einheit der Menschheit hin, anstatt sich auf die Trennungen zu konzentrieren, wie es viele Länder und Religionen tun. Sie beschrieb, dass sie Gruppen von Menschen sah, die sie so gut kannte wie ihre eigenen Eltern und die in anderen, nicht physischen Welten lebten und arbeiteten. Die Sicht der Baha'i auf das Leben nach dem Tod deckt sich mit den Aussagen der Nahtoderfahrungen. Diese Welt ist wirklich eine vorübergehende Phase, wie eine Zeit der Schwangerschaft. Die Herausforderung für uns besteht darin, in einem physischen Leben spirituelle Entscheidungen zu treffen. Der Tod ist in Wirklichkeit ein Bote der Freude für die Menschen, um ins Licht zu gelangen. Die Liebe ist das Geheimnis von Gottes heiliger Gabe, die Manifestation des Allbarmherzigen, die Quelle aller spirituellen Ausströmungen. Die Liebe ist das freundliche Licht des Himmels, der ewige Atem des Heiligen Geistes belebt die menschliche Seele. Die Liebe ist die Ursache für die Offenbarung Gottes an den Menschen, das lebenswichtige Band, das gemäß der göttlichen Schöpfung in der Wirklichkeit der Dinge liegt. Und die Liebe ist das einzige Mittel, das wahres Glück sowohl in dieser als auch in der nächsten Welt gewährleistet. Die Liebe ist das Licht, das den Weg durch die Dunkelheit weist. Die Liebe ist das lebendige Bindeglied, das Gott mit dem Menschen verbindet und den Fortschritt jeder erleuchteten Seele sicherstellt. Die Liebe ist das größte Gesetz, das im Himmel mächtig regiert. Die einzigartige Kraft, die die verschiedenen Elemente dieser materiellen Welt miteinander verbindet. Die höchste magnetische Kraft, die die Bewegungen der Sphären in den himmlischen Reichen lenkt. Die Liebe offenbart mit unfehlbarer und grenzenloser Kraft die Geheimnisse, die im Universum verborgen sind. Und die Liebe ist der Geist des Lebens für den verehrenden Geist der Menschheit. Die Begründerin der wahren Zivilisation in der sterblichen Welt und die Verleiherin unvergänglichen Ruhmes für jede hochstrebende Rasse und Nation.